Traurig, aber wahr, für viele Rentner sinken die Auszahlbeträge ihrer Monatsrenten ab Oktober 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich mache es ganz kurz. Stiftung Warentest hat es am 1. Oktober 2024 bekannt gegeben. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass Sie es gut sehen können. Weitere 6 Krankenkassen haben erhöhen im Oktober 2024 ihren Beitrag. Gemeint ist der Zusatzbeitrag. Das ist also sozusagen die Folge der ungelösten demografischen Entwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Oktober 2024 haben 3 weitere regionale und 3 bundesweite Krankenkassen ihre Beiträge angehoben. Das betrifft die Bertelsmann BKK, die BKK Schäufelen, die BKK 24, die Heimat BKK, die IKK Gesund Plus Gesund und die MH Plus BKK. Ja, meine Damen und Herren, bei der MH BKK ist es sogar so, dass der Beitragssatz um fast 1 Prozentpunkt hochgegangen ist auf nunmehr 17,85 Gesamtbelastung. Damit ist die BKK MH Plus die zweitteuerste Krankenkasse aktuell in Deutschland. Die teuerste Krankenkasse ist die KKH, die kaufmännische Krankenkasse, die nach meinem Kenntnisstand im Jahr 2024 schon zweimal den Zusatzbeitrag angehoben hat. Bei ihr liegt der Beitragssatz bei 17,88% insgesamt. Das bedeutet also für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Rentnerinnen und Rentner, die in diesen 6 Krankenkassen versichert sind, dass die monatlichen Auszahlbeträge der Löhne und Gehälter und auch der Renten sinken werden. Wie viel das dann im Einzelfall bei Ihnen ist, weiß ich nicht. Aber liebe Rentnerinnen und Rentner, die von diesen Erhöhungen betroffen sind, weil sie genau in diesen Krankenkassen sind, schauen Sie bitte mal auf Ihre Rentenbescheide, auf Ihre neuen Rentenbescheide, die Sie dann bekommen werden. Bitte da nicht wundern, der Auszahlbetrag Ihrer Rente wird dann im Vergleich zu September wahrscheinlich niedriger ausfallen. Ja, meine Damen und Herren, was können Sie dagegen tun? Sie können natürlich aufgrund der Erhöhung des Zusatzbeitrages in eine günstigere Krankenkasse wechseln. Ob das dann letzten Endes für Sie tatsächlich vom Leistungsvergleich her günstiger ist, das weiß ich nicht. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, bevor Sie kündigen, bitte prüfen Sie bei der aufnehmenden oder bei der neuen Krankenkasse, was die für Leistungen tatsächlich auch anbieten, sodass Sie hier sozusagen, also vor allen Dingen bei den Zusatzleistungen, die in den entsprechenden Leistungskatalog der jeweiligen Krankenkassen enthalten sind, dann auch tatsächlich für Sie günstig und vorteilhaft ist. Die Stiftung Warentest sagt, dass man durch den Wechsel wohl einiges an Geld sparen kann. Sie können dort auch auf der Internetseite von der Stiftung Warentest den Krankenkassenvergleich sich einfach mal angucken und dort hineinschauen. Der wird nach Aussage von Stiftung Warentest laufend aktualisiert. Bitte nicht verwechseln, der allgemeine Beitragssatz von 14,6% ist noch nicht angestiegen, aber der Zusatzbeitrag steigt im Jahr 2024 bei vielen gesetzlichen Krankenkassen. Es gibt welche, da ist er sogar gesunken, aber ich kann Sie jetzt schon, ja, das ist keine gute Nachricht, darüber informieren, dass im Jahr 2025 der Anstieg des Zusatzbeitrages de facto ungebremst weitergeht. Das heißt also, alle diejenigen Krankenkassen, die im Jahr 2024 den Beitragssatz angehoben haben, werden aller Voraussicht nach auch im Jahr 2025 ihre Zusatzbeiträge anheben. Das ist leider die Folge der ungelösten demografischen Entwicklung und auch der Verteuerung der Kosten in der Krankenversicherung, die Behandlungskosten steigen, die Krankenhauskosten steigen und, und. Ich kann nur empfehlen, da
an alle auch nur empfehlen, darüber mal nachzudenken, ob man hier als generelle Lösung nicht eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung einführt, sodass alle Menschen in Deutschland in diese Krankenversicherung einzahlen müssen, auch Beamte, selbstständige Politiker und natürlich dann auch wie immer alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sodass sich alle in Deutschland an den Kosten der Krankenversicherung mit beteiligen müssen. Also meine Damen und Herren, die betroffenen Rentnerinnen und Rentner, die hier von diesen Krankenkassen einen Bescheid erhalten haben, wundern Sie sich bitte nicht, wenn Ihre Rentenbescheide, die Sie wahrscheinlich neu erhalten werden, dann zum Ergebnis kommen, dass Ihre Monatsrenten sinken werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.